Hallo und willkommen zurück bei The Evil Within. Wir haben uns gemeinsam durchgegruselt. Und gruselig wird es uns langsam, denn wir haben eine ganz schlimme Vermutung. Ich will nicht. Manu. Ja, das Kapitel heißt nämlich Der Wächter. Und das kann man. Anscheinend öffnen, das Ding. Erstmal nämlich die Teile mit. Ja, und wir denken, dass dieser Tresortyp mit dem Hammer ist. Ah. Schlüssel. Und. Matschepampe. Schöne Matschepampe. Ja, und der hat uns halt alles, was uns im Spiegelraum begegnet, macht uns Angst. Und da sind wir ihm zum ersten Mal begegnet. Deswegen macht uns Angst. Deswegen macht er uns Angst. Hallo? Ach, den Gang kennen wir doch. In den hat sich doch der Spiegelraum verwandelt, als wir dann hier runter sind. Scheiße, stimmt. Nee, nicht ganz. Naja, aber so ähnlich. Also man ist auf jeden Fall die Treppe runter durch so ein Metalltor. Da gibt's ja viel Licht da draus. Da steht er. Da steht er. Ach du Scheiße. Okay. Hat er sich gerade selbst zerquetscht? Weiß nicht. Das wäre was Angenehmes. Vermute nicht, dass es so einfach ist. Der Wächter. Oh, fuck, tot. Eigentlich sollte er das erst machen, wenn du da genug dann bist. Ach, mein ja. Über. So, wir haben die 20.000 bald voll. Sehr schön. Und man muss auch sagen, diesmal haben sie uns nicht standardgemäß am Anfang des Kapitels einen Spiegelraum gegeben. Was ja nicht schlimm ist, weil man kann ja trotzdem speichern, aber. Hallo! Er hat sich selbst da eingesperrt. Ja. Warum sollten wir ihn jetzt rauslassen? Es sind hier überall diese Stacheldrahtsymbole an der Wand. Ja. Ah, da ist der Spiegelraum. Flipper. Reicht noch nicht ganz. Schade. Trotzdem gehen wir mal in den Spiegelraum rein. Ja. Hey, das ist aber schön präpariert jetzt mal. Na dann. Ladies Geburtstagsanzeige. Geburtsanzeige. Ich bin müde. Oh. Lilly. Der ist ein stolzer Vater. Die Tochter wird geboren und schon kriminell. Geburtstagsanzeige, habe ich gesagt. Hast du verstanden? Geburtstagsanzeige. Ja, sie wird geboren und kriegt sofort eine Anzeige. Deswegen ist das ihre Geburtstagsanzeige. Ja. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Linz Castellanos. Geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr. 3,31 Kilogramm, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich. Sebastian und Mara Castellanos. Ja, Eltern unterschreiben bei ihrem Kind immer mit dem Nachnamen. Natürlich. Hast du gerade Lilly Linz gelesen? Lin? Ich glaube, du hast Lilly Linz gelesen. Lin? Das hören wir dann gleich nochmal vor, ob du Lilly Linz gelesen hast. Dann habe ich es versprochen eigentlich. Es kann auch sein, dass ich in meinem Lachen das noch... Doch, Flops. Ah, so hell. Güldin. Also unsere Tochter wurde anscheinend auf jeden Fall noch geboren, bevor die Frau verschwunden. Ja. Catacombs found beneath Parish. Der besorgte Typ also. Danke. Danke. Vielen Dank für diesen... Catacomben entdeckt. Catacomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Er trägt Verantwortung. Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckte Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies eine Entweihung der Kirche gleich käme. Mhm. Ja, ja, der Wächter und so. Wer wurde denn jetzt vermisst? Chris Taylor, Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Ein Chris Taylor ist der Wächter jetzt, oder was? Haben wir einen Schlüssel? Ja, wir haben einen Schlüssel.
Aber sie wird immer unfreundlicher, ne? Der besorgte Typ also. Ja, irgendwann, beim letzten Mal hat sie auch irgendwie schon gesagt, wie lange muss ich das noch machen oder so. Ja. Also am Anfang war sie total freundlich und jetzt wird sie immer wirscher. Lieber! Ey, dann können wir uns das jetzt leisten. Sehr gut, sehr schön. 7000! Ui! Sammel noch eine Spritze, die können wir gebrauchen. Da können wir noch ein bisschen Schrott. Ich musste leider zwei verwenden. Durchgeladen? Ja. Sehr gut. Zack. Dann die Klammer. Kann der Spiegelraum nicht heilen? Tja, leider, nein. Das wäre ja nett. Man will doch nicht nett sein. Naja, man kann's erahnen. Also wir haben auf jeden Fall welche verpasst, ja, oder? Ja, wir haben welche verpasst. Bin ich mir eigentlich wirklich sehr, sehr sicher. Nun dann, machen wir 50% Crit Chance mit unserem Revolverchen. Oder zusätzliche 50% Crit Chance. Ja. Na dann, ach, massieren Sie bitte mein Gehirn. Au. Sehr schön. Woohoo! Und da wir im Moment irgendwie auch ganz gut zielen. Ja, schon, genau, ich kann man auch noch machen. Kann natürlich auch nicht schaden. 500 kostet es nur. Ja, machen wir mal. Gleich noch ein. 500. Ah! Und gleich noch ein. Sehr schön. Haben wir schon mal 1,5 Grad weniger. Ja. Abweichung. 2,5, das ist nur 5000. Oh, das kann man dann machen, ne? Ja. Das finde ich ganz gut. Wir machen unseren Revolver hier zur Kampfmaschine. Wir haben immer noch nicht die Spitzenwirkung erhöht. Nö, hätten wir es gerade machen können, aber egal. Nun denn! Wir wollen unseren Revolver verbessern. Oh ja. Also wenn man stillhält, ist es auf jeden Fall schon sehr viel enger geworden. Na, ich glaube, das ist auch so ein bisschen enger. Ja, sehr gut. Okay, das war... Ah ne, halt, speichern. Jo. Speichern sollten wir auch mal. Es war nicht viel passiert seit dem Start, aber alles, was man sich sparen kann, spart man sich. Ja. So. Gut. Vielen Dank. Ja, ich bin echt gespannt, ob wir durch die Aufnahmepausen zwischendurch, ob wir am Ende das zusammenkriegen mit den verschiedenen Zeitebenen und bla, blub, weil man liest ja hier immer, wie von der Kirche berichtet wird, während wir eigentlich ja noch da sind. Naja. Und so. Also immer wenn man hier ist, ist man offenbar in der Zukunft und das ist alles schon passiert. Na, was irgendwie hier... So, naja. So, okay. Was ist denn jetzt hier so los? Tür. Bringt nichts. So, Tresormann. Hallo Tresormann. Ich will dich da gar nicht rauslassen. Ach guck mal, finde 3 Steintafeln, zufällig. Wahrscheinlich. Das ist erstmal die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ah. Eine haben wir ja. Passt. Sehr schön. Nee. Ach so. Nee. Ja, ja, genau. Ja, finde 3 Steintafeln. Und dann besiege den Wächter. Warum auch immer man ihn da rauslassen sollte. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Die Lady entgiftig? Ach nee. Warte, wo? Oh, ein Rätsel. Oh, verdammt nochmal. Ah, so schwer. Eigentlich konnten wir dieses Rätsel lösen. Wow, dieses Rätsel war... Kommt gleich wieder. So, jetzt ist aber. Ach doch, wie geht's? Doch, an? Hallo? Uiuiui. Ui, ui. Es wird immer morbider alles. Hm. Oh. Was? Was zur. Ach, da hängt. Nee, doch. Da hängt jemand. Na, Kollege, hängen Sie gut ab? Hier sind rechts, kann man. Oh. Neue Gegnertypen. Ja, seit. Das war wohl mit dem Zombie-artigen... Schieß doch! Wir haben 2 Köpfe. So einen haben wir am Anfang schon mal gesehen. Hallo? Was zum? Ich glaube, du musst den anderen Kopf genau treffen.
Ich hab den jetzt schon sonst wie oft getroffen. Ja, ich glaube, du hast ihn jetzt immer in die linke Kopfhälfte sozusagen geschossen. Hast du was denn halten? Hat er gerade gekotzt? Ja. Ei. Hallo? Ja. War's das oder? Ja. Ja. Okay. Ja, danke. Das war. Wow. Ich glaube, du hast halt immer die schon getroffene Kopf. Also das Spiel hat so berechnet, du hast in die Mitte geschossen vom Kopf. Und er hat so berechnet, du schießt auf den linken Kopf. Du musst, glaube ich, noch auf den rechten schießen, sozusagen. Ist da was drin, was sich für uns lohnt? Das ist jetzt. Juni. Er durfte kotzen. Nee. Das ist nicht nett. Das trifft dich hier nicht so, oder? Doch. Doch. Sehr schön. Och, Revolver, das 50% Crit-Chance und so. Wahrscheinlich geht das bei denen einfach nicht. Lass dir sofort. Toll, das haben sie gerade abgegradet, jetzt bringt das nichts, oder was? Okay. Was ist das denn jetzt? Wir brauchen noch so viel. Macht man so. Verbrennen lieber nochmal. Der Kopf ist doch geplatzt. Dann sie, glaube ich, zerhauen. Ja. Ah ja. Ich glaube, den muss ich nicht verbrennen. Er ist jetzt eh eingeklemmt, also. 5 Revolver Muni, yay! Yeah. Okay. Oh, da sind Bildchen. Geburtsurkunden. Manolo Blanco, Genaro Cabega, Emilia Salana. Ach nee, hier welche, die zum Baptismus übergewechselt sind. Ah, stimmt. Der Name ist offenbar nicht dabei. Ob das Namen der Entwickler sind? Sehr gut möglich, ja. Dezember als der Victoriano Estate. Okay. Interessant. Dann wäre da. Das passt mir nicht gut, dass jetzt neue Gegner kommen. Das ist nicht. Die Ruhelosen waren so schön berechenbar. Ja. Das sind irgendwelche komischen. Ich glaube, man muss zuerst auf den linken. Oder man schießt ihn halt in die Beine, damit sie umfallen und dann verbrennt man ihn. Da war eine Falle. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ah! Okay! Gut! Ich hab weder einen Draht gesehen, noch eine Druckplatte oder sonst irgendetwas. Ich auch nicht. Anscheinend war das einfach. Ich glaube, es hat sich nur ausgelöst, deswegen, weil das Vieh sich von diesen Haken gelöst hat auf einmal. Ja. Okay. Gut. Passiert. Naja. Sind wir einmal durchstochen worden. Dann kannst du jetzt gleich mal testen, ob es klappt, mit in die Beine schießen und dann verbrennen. In die Beine schießen und verbrennen? Man kann ja den Ruhelosen, kann man die Beine schießen, dann fallen sie um, dann kann man sie verbrennen. Ach so, ja. Dass mit denen vielleicht auch geht. Mal gucken. So. Da. Stein da wo einsetzt. Passt, wackelt und hat noch Luft. Whee! Jetzt rechts lang gehen? Ich würde jetzt nochmal da lang gehen, erstmal eins abschließen. Ich glaube nicht, dass der andere Gang viel besser ist. So. Ach ja. So schwer. So. Gut, dass das kein Kinect-Spiel ist. Okay. So, also. Noch einmal. Ich glaube, es kommt gleich ein neuer Gegnertyp. Andere. Da kommt noch ein bisschen näher. Fall runter. Nein! Doch. Ja, das war schon mal ein guter Plan. Ich weiß nicht, ob das bei denen klappen wird, aber. Mit der Hand ab. Ja, und hin. Und verbrennen. Ja, das ist munitionssparender. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Und wenn man auf den Kopf schießt, dann mit der Schrot. Ja.
Sehr schön. So wie ich es bei dem da jetzt empfehlen würde. Ja. Oh, ist er noch da hinten? Hat Angst. Hey! Zu Recht. Na komm her, Kleiner. Oh, was hast du denn? Oh, da ist... Oh. So, nur eine kommt. Warte, musst du die andere denn zudrehen? Jetzt. Okay, ich schieße mit dem Revolver weiter, weil dafür finden wir gleich Muni. Er ist tot. Aber dafür finden wir Muni. Der arme Revolver. Fühlt sich bestimmt total vernachlässigt. Ja, er muss ja okay. Besser Schaden machen. Also die Schrot haut sie auch nicht sofort weg. Das heißt, wenn sie irgendwie wo gefangen sind, am besten mit kleinkalibrigen Waffen in die Knie zwingen. Ja. Naja, gut, wir haben ja noch Muni. Wir haben noch Schrot, haben wir noch im Spielraum. 6 Schuss noch. So, dann nochmal hier rein. Ich bin mittlerweile sehr froh, dass wir die Streichhölzer geupgradet haben. Bei der Taktik, die wir bei denen jetzt verfolgen. Das stimmt wohl. So, die und Falle. Sprengfalle. Die Falle wurde bereits ausgelöst. Da kam der eine Zombie raus. Okay, oh, was haben wir auf der Seite? Und der Raum? Ja, wir aber noch weiter. Ah ne, da hinten ist die Wand. Okay. Wir haben eine Axt. Diese Axt nehmen wir sehr, sehr gerne. Eine Axt? Eine Axt. Das ist keine Axt, sondern eine Axt. Also eine künstlerische Axt? Naja. So. Das war diese Sprengfalle. Ich denke, da wird's weitergehen. Ja. What aha, the okay, okay. Ah, schau mal. Drehe den Hebel. Oh! Hit! Alle leben noch. Au! Jo. Okay? Ja! Oh nein! 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 Was denn? Ich sage gerade die Befürchtung, dass wir den komischen Wächter den hier reinlocken müssen und dann hier das Ding aktivieren. Unmöglich. Da, also hier irgendwo wird es weitergehen. Geh erstmal runter und sammel den Loot. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich würde aber ich irgendwie. Ja, sammel erstmal den Loot. Loot! Jetzt sind wir da. Ich finde es aber ganz schön, dass das Spiel jetzt gerade wieder so ein bisschen mehr auf Atmosphäre setzt. Ach, hier geht's runter zu dem Raum. Ja. Quatsch. Jetzt aber kommt ein Zombie, der aktiviert den Schalter. Ja. Da wäre es auch noch nicht ganz ausgeschlossen, dass das passiert. Ich glaube aber nicht. Scharfschützenmuni, Lümmer. Zwei Teile. Ja, wieder 22, das lässt sich doch schon mal blicken. Schön, Spritze, dann wieder voll. Okay, die Lage hat sich verbessert. Durch deine brillante Taktik. Ja, ja. Okay, das scheint sie gewesen zu sein. Gut, das ist also hier unten. Hep, 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 hep. Okay, und was das da ist, das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Aber wir müssen auch angucken. Nein, weil ich Angst habe, dass dann wieder eine Sequenz kommt und dann dauert das und so. Ach, das kann ich nicht. Das scheint mir wieder nur so ein Stuhl zu sein, oder? Ja, komm, mach auf. Gut dahinter. Hallo. Ah, ah! Ich wundere mich, was für ein rotes Leuchten ist. Nein! Wir haben ja gerade eine Spritze gefunden. Hey, komm, Granate. Für eine Granate. Guck mal, der Stuhl ist auch sehr nett. Mit Stacheln, die von allen Seiten kommen. Oh, das ist ein mieses Folterinstrument. Ja, ja, Mittelalter und so, ne? War eine sehr, sehr schöne Zeit. Okay, nach diesem bahnbrechenden Erfolg. Bahnbrechenden. Ja, du weißt, dass ich manchmal Probleme mit SCH und CH habe, aber zum Glück nicht mehr so oft wie früher. Ich übe. Ich weiß. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Da ist der Tresor. Mhm. Noch nicht schießen, das machen wir beim nächsten Mal. Drücke auf Pause. Beim nächsten Mal wird The Ramen auf diesen Tresor schießen. Und dann, ja, sehen wir uns dann. Euer Gauton, euer The Ramen. Ciao. Ciao.